Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist hier auf Roland Media auf dem Männerkanal Wild at Heart, Real Authentic Uncut. Ich bin der Roland und ich freue mich, dass du zugeschaltet hast. Wir haben heute wieder zu Gast, oder wieder zum ersten Mal zu Gast, ich freue mich sehr darauf, einen ganz speziellen Mann, den Florian Keil, den durfte ich am Männerfestival kennenlernen. Und ja, ich habe ihn spontan angesprochen nach einem Post von ihm und es geht heute um das Thema Verwirrung, Fluch und Segen. Bin schon gespannt. In der Zwischenzeit, bis der Florian zuschaltet, nicht vergessen, Kanal abonnieren, so nicht schon gemacht. Das hilft der Männerarbeit ungemein und natürlich gerne das Video teilen. Bis gleich. Hallo, lieber Florian, Servus. Hey Roland und hallo lieber Zuschauer und liebe Zuschauerin, ich grüße euch und ich freue mich gerade auf dieses Gespräch und schauen wir mal, wo es uns hinführt. Absolut. Ich freue mich auch. Danke für die Zeit. Und es war ja relativ kurzfristig und spontan. Ich habe einen Post von dir gesehen. Und jetzt muss ich dich kontaktieren und muss dich darauf ansprechen. Und ja, ist gleich ein spannender Titel entstanden. Ja? Und ich freue mich auch sehr, Florian, auf das Gespräch mit dir. Es geht ja um das Thema Verwirrung. Viele Menschen sind verwirrt in der heutigen Zeit. Ich auch manchmal. Aber bevor wir starten, magst du ein bisschen was von dir erzählen, wie so dein Werdegang ist in deiner Arbeit, die du tätigst und wie du dich selber so an dir arbeitest als Mann und weiterentwickelst? Was sage ich da von mir? Also für das Thema Verwirrung ist es wichtig, so ein bisschen vorzugreifen. Und bei mir persönlich gibt es eine ganz wichtige Essenz in meinem Leben und das ist eine Angst. Und diese Angst war bisher immer meine Quelle an Inspiration. Also das Thema von der Angst ist Existenzangst und Überlebensangst, also dass irgendetwas in mein kommt und übergriffig ist und ja, mir was antut. Und im Inneren hat es sehr viel mit Selbstablehnung zu tun und auch das Thema Selbsthass ist dadurch auch in Verbindung. Und gespiegelt wiederum ist es das Thema Selbstwert und Selbstliebe. Also als Yogalehrer war das immer eine Quelle von Inspiration, meine Schüler noch viel, viel besser verstehen zu können, was da an einer, ja, an einer, am Selbstwerteinbruch passiert. Und dadurch konnte ich sie viel leichter an die Hand nehmen und ihnen zeigen, hey, schau mal, wie entzückend du doch eigentlich bist, wenn du dieses Thema ganz leicht einfach anders anschaust. Und genau um diese Angst geht es auch bei meinem Thema, was ich mit dir besprechen möchte. Ja, und wie gehe ich mit meinen Themen um? Also ich mache das meistens so, dass ich mich mit den Themen konfrontiere, weil dann kann ich sie so richtig fühlen. Und entweder weiß ich dann konkret, was ich tun muss, oder praktiziere das in meiner Yoga-Praxis für mich selbst, oder aber ich bekomme einfach Impulse, wie gehe ich einfach viel, viel besser damit um. Also ich nutze einfach die Konfrontationen und die Herausforderungen im Alltag als ebenso eine Inspirationsquelle, als was kann ich Neues und Besseres tun? Sozusagen, wie können mir meine Schatten helfen, mehr in die Lebendigkeit zu kommen? Das ist sehr schön gesagt. Das heißt, du überdeckst es nicht, du überdüngst es, du deckelst es nicht zu, sondern du lässt es zu und schaust hin. Da gehört schon verdammt viel Mut dazu. Also es ist zum Kotzen anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Und genauso auch wunderschön, weil hinter diesem Schatten stecken halt auch meistens die Dinge, die du im Alltag nicht lebst. Ja, absolut. Also wenn du sie erkennst natürlich, beziehungsweise wenn du sie erkennen möchtest. Ja. Jetzt, ich meine, ganz ehrlich, lieber Florian, das ist schon sehr fortgeschritten. Ja? Viele, viele Menschen, nicht nur Männer, aber Frauen, viele schaffen das ja nicht hinzuschauen. Die meisten Menschen betäuben sich ja, lenken sich ab gewisse Dinge. Wie bist du drauf gekommen? Gab es da einen Lehrer, eine Inspiration, ein Buch oder ein Ereignis, was dich dazu gebracht hat, hey, ich stelle mich dem Ganzen jetzt, ich schaue jetzt hin, ich laufe nicht weg? Naja, im Grunde genommen ist es so, dass ich eigentlich gar keine Alternative mehr habe, weil ich weiß ja, es ist da, ich kann nicht wegschauen, es gibt keinen Weg zurück. Ich kann mich natürlich ablenken und da bin ich auch total gut drin. Also ich kenne tausend eins Sachen, was ich lieber machen würde. Dann putze ich lieber dreimal die Wohnung hintereinander, anstatt mich einem Augenblick nur diesem Trigger oder diesem Schattenthema hinzugeben. Also
ich weiß, was Ablenkung bedeutet. Aber an dem Punkt, wo ich jetzt gerade auch stehe, merke ich auch, es gibt keine Alternative zurück und auch keine nach links und auch keine nach rechts. Dadurch, es geht nur den Weg in die Begegnung damit. Ja. Macht Sinn, ist absolut schlüssig. Und diese Begegnung muss ja nicht einfach so hammerhart sein, wo man sich dann reinwirft, wie ich es geschrieben habe. Das kann ja auch wirklich ganz zart erstmal sein, so in Tuchfühlung gehen. Ja. Was hat sich dadurch für dich verändert, wenn du hinschaust? Was ist anders für dich? Was ist anders? Also der Florian, der ich früher war, der Florian, der ich vor 2, 3 Jahren noch war, der hat sich dadurch total verändert in der Richtung, dass ich mittlerweile ganz leicht auch erkenne, wo mache ich mir was vor? Wo spiele ich irgendwie ein Schauspiel mit? Beziehungsweise, was will ich denn eigentlich wirklich im Leben? Und das hat sich sehr stark verändert in Richtung, dass ich einfach mehr Vertrauen bekommen habe, dass ich in die eigene Tiefe gehen kann. Das würde ich so als beschreiben, dass ich einfach so ein Gefühl von mehr Halt haben kann in einer Haltlosigkeit. Ja, danke mal fürs Teilen. Sag Florian, wenn wir sprechen über das Thema Verwirrung, verwirrend kann ja passieren, durch äußere Umstände kann ich verwirrt werden, weil ich mich von außen was kommt, aber ich kann ja auch verwirrt sein, wenn ich in die Innenschau gehe. Ja. Was würdest du sagen, verwirrt dich mehr, das Äußere oder die Innenschau? Also es ist gerade beides, weil es hat angefangen damit, dass etwas Äußeres mich verwirrt hat. Und das hat mit der am Anfang beschriebenen Existenzangst zu tun, wo ich als kleiner Rebell auch gegen äußere Systeme ankämpfe, wo ich aber nicht wirklich kämpfe, sondern wo ich merke, wow, das ist irgendwie mein einziger Schutz, den ich gerade habe und deswegen muss ich kämpfen. Und da habe ich zum Beispiel gegen unsere Rundfunkgebühren in Deutschland gekämpft und noch 2, 3 andere Dinge. Und auf einmal kam innerhalb von einer Woche bei mir, das ist noch nie passiert, aber in diesem Skorpionmonat im November war das so hammerhart, dass auf einmal 3 Briefe kamen, die alle eindeutig gemacht haben, wenn ich jetzt weiter kämpfe, dann passiert etwas. Und dann erstmal ist mein Ego und jetzt zeige ich es denen und jetzt fordere ich mein Recht ein und jetzt kämpfe ich und ich werde auch gewinnen. Und das war eine sehr spannende Sache, weil da war sehr, sehr viel Wahrheit auch da, sehr viel Energie. Aber 2, 3 Tage später kam dann der äußere und der innere Impuls: Ey Florian, willst du das eigentlich wirklich so weitermachen? Hast du da eigentlich wirklich Bock zu kämpfen und ist es wirklich Sinn? Und vor allem hat dein Selbstwert was damit zu tun, ob du gegen irgendetwas vom Staat oder der Regierung gewinnst. Die machen ja eh, was sie wollen. Baust du darauf deinen Selbstwert auf? Und die Antwort, die dann kam, war, ja, Widerstand zu leisten ist richtig für mich. Fühlt sich richtig an. Und die Antwort, die zweite, wo kam, ja, nachzugeben und alles aufzuhören. Und das Kämpfen aufzuhören, ist auch richtig für mich. Und an der Stelle war ich dann, und jetzt, was soll ich jetzt in meinem Leben tun? Was ist jetzt die Lösung? Was ist jetzt mein Ziel? Mein Ego hat unbedingt gebraucht, ich brauche jetzt eine Lösung. Und ich hatte keine. Und Das an dem entstand die Punkt habe ich Verwirrung. das einzig Richtige getan. Ich habe gesagt, hey, liebes Leben, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich tun soll. Bitte kümmere dich darum. Und seitdem kümmert sich das Leben darum. Sehr Und schön. seitdem werde ich jeden Tag verwirrter. Das ist sehr schön. Und das ist auch das Segen aus dem Verwirrtheit, die Erkenntnis zu gewinnen, ich lasse es einfach zu und lasse das Leben entscheiden, oder? Ja, es ist vor allem viel mehr, weil das Leben auf einmal
Es bringt mich in solche Situationen, wo ich gar nicht mehr unterscheiden kann, ey, was ist denn gut und was ist böse, was ist richtig und was ist falsch und ist Yoga-Praxis und das ganze Sadhana, ist es gerade wirklich richtig? Und ich merke auch, dass mein ganzes Leben gerade irgendwie voller Sinnlosigkeit ist und dass alle Konzepte, die ich mir in meiner Yoga-Praxis auch zurechtgelegt habe von Gott um Leben, die passen alle auf einmal nicht mehr. Und irgendwie merke ich, es funktioniert gerade gar nichts. Und das ist so spannend, weil ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo geht's hin? Und im gleichen Raum passiert Folgendes. Das ist so ein tiefes Ausatmen, was sagt, endlich hat er es gerafft. Das ist Damit so, bist du total entspannt. ich bin auch total entspannt und aber zwischendrin kommt dann auch immer wieder so große Angst hoch, weil ich stecke ja an diesem Punkt, wo etwas Übergriffiges passiert und ich kann mich überhaupt nicht schützen, ich bin hilflos und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und das ist so beides. Es ist voller Angst und irgendwie auch so lebendig. Ja, aber was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich denke, man macht sich ja so viel Gedanken über Dinge, die dann im Nachhinein eh gar nicht oder zumindest nicht in der Härte eintreffen, wie wir es uns vorher geistig ausmalen. Ja, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht darum. Ich mache das ja schon 10 Jahre und ich weiß, da kann mir im Grunde genommen nichts passieren, aber etwas in mir ist sowas von getriggert, dass es durchdreht. Und es ist das Gefühl, dass ich auf dem Meer schwimme, kein Land in Sicht habe. Ich schwimme und merke, eigentlich habe ich keinen Bock mehr zu schwimmen. Ich will einfach nur noch ertrinken. Und dann kommt so ein Gefühl von Ohnmacht hoch, wo ich merke, wow, Ohnmacht. Davor bin ich mein ganzes Leben schon weggerannt. Es ist diese Verwirrung zeigt sich in so einem Gefühl von ohnmächtig sein. Und es ist auch so ein Gefühl von, ich habe keine Ahnung. Es ist ein Gefühl von, ich bin hilflos. Ich weiß nicht, was ich in diesem Leben überhaupt soll. Und der einzige Weg, den ich gerade merke, ist, ich darf kapitulieren, ich darf mich ergeben oder etwas darf sich ergeben und ich darf mich hingeben. Und dieses Hingeben, das ist erschreckend. Erschreckend, Weil weil das hab, ungewohnt oder erschreckend, weil es so schön ist. weil ich es noch nie gemacht habe. Das ist so, weil ich noch nie wirklich mich so in dem Ausmaß hingegeben habe. Natürlich kenne ich das von den Yoga-Positionen, sich hingeben, mal 3, mal 5 Minuten und schauen, was passiert. Aber so komplett die Kontrolle abgeben, ist auf einer Seite sowas von erschreckend und gruselig. Und auf der anderen Seite ist so eine vage Ahnung von, und das ist das, warum ich so auch freudig darüber bin. Und auch entspannt ist so ein Gefühl von etwas aus meinem Körper wächst aus mir raus und geht so in ein Gefühl von ich verbinde mich. Und in diesem Gefühl von ich verbinde mich ist auf einmal so viel Halt. Da ist auf der einen Seite die völlige Haltlosigkeit und keine Ahnung, wie geht's weiter. Und in der anderen Seite ist die Frage von ich, da ist voll das Leben. Das fragt gar nicht nach, ob es wie Sinn geht, weil es ist einfach Sinn pur. Absolut. Und allein dadurch, dass ich so ein bisschen mich versuche, in diese Ohnmacht einzutauchen. Es ist ja, also viele Menschen, mir geht es ja auch so, oder ging es lange so, ich kann damit besser umgehen, wenn wir so Kontrollverlust haben und diese Ohnmacht fühlen, ja. Ich denke, solange wir dagegen ankämpfen, ja, solange, ich merke es von mir selber, solange ich dagegen ankämpfe, ist es echt schwer, weil in dem Moment, wo ich loslasse und sage, ich ergebe mich, oder nicht ergebe mich im Sinne von Resignation, sondern ich gebe mich dem Leben hin, wie du gesagt hast, in der Hingabe, ja, ich Genau. gebe mich hin. Ist erschreckend, aber auf der anderen Seite auch so, auf einmal, also bei mir kommt dann so eine Leichtigkeit durch. Ja, es ist so,
Es ist so Nährung pur, es ist so wertschätzend auf einmal, so, wo ich auch merke, das hat mich hinzugeben, das stärkt auch unglaublich sehr stark meinem Standing als Mann in Form von, ich fühle jetzt erst richtig, was vielleicht, oder erst richtig ist vielleicht übertrieben, aber so ansatzweise, was ist denn meine eigene Wahrheit oder mein Weg? Das war vorher einfach so eine Kopf, ich sag's einfach so ein Kopfpups, so eine Idee im Kopf, die einfach gedacht hat, das ist schön, das machen irgendwie viele. Aber jetzt gerade merke ich, da ist viel mehr Magie dahinter, viel mehr, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es ist wie, als würde das Leben dich begrüßen oder das Leben dich feiern dafür, wer du bist. Und das ist für mich neu. Wunderschön, oder? Das ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön, ja. Und manchmal Und ist das Neue, Wunderschöne auch beängstigend, wie du sagst, weil man es einfach nicht kennt. Ja, und man muss damit immer, und man muss ja diesen, ich sage mal, mir geht es so, wenn es zu schön ist, dann muss ich auch lernen, dem zu vertrauen. Das ist, man hat ja immer Angst, dass es dann wieder weg ist. Wie geht es da mit ja. dir? Ja, oder man tut sich dann selbst wieder ruinieren, weil man sich selbst nicht erlaubt. Genau, Ja. richtig. Ja. Und das ist halt auch dieser spannende Weg zu sagen, hey, Verwirrung ist nicht einfach nur Verwirrung. Verwirrung ist auch ein Segen. Einerseits ist es wirklich erschreckend, wenn du nicht mehr weißt, wie geht's vorwärts. Aber es ist auch, wenn du sagst, ich öffne mich, ist es ein Geschenk. Absolut, absolut. Ja. So paradox es klingt, aber es ist so. Absolut. Ja. Ja. Und das ist auch schwer Und in Worte zu fassen. Das muss man erleben und einmal erleben und spüren und fühlen. ja, du kannst es gar nicht wirklich in Worte fassen, weil das noch so viel mehr ist, als Worte ausdrücken können. Das ist so, ja. Das ist so, als würde da endlich mal das Leben anfangen, von was ich immer geträumt habe oder nachdem ich immer gesucht habe. Diese Sehnsucht ist da auf einmal, da begegnet die Sehnsucht dem, nach was es sich sehnt. Ja, genau. Das ist das, was man immer so wie Ida liest oder hört und kognitiv versteht, ist ja, dass das Leben in der Fülle gibt dich hin, aber dann, bis man es wirklich diesen Schritt macht, sich hinzugeben, das ist ja oft kein einfacher, ja, und auch ein beängstigender Schritt, ja, da hinein. Ja, und ich habe 42 Jahre gebraucht dafür. Also das war schon ein Weg, weil diese ganzen Ängste, die man halt in der Biografie mitbekommt und halt auch vielleicht auch sich ganz bewusst ausgewählt hat, die brauchen halt einfach die Zeit, die sie brauchen, um verstanden zu werden. Und daher ist es einfach auch der Weg, den man halt einfach geht. Genau, und da geht jeder seinen Weg und in seinem Tempo. Ja. Was möchtest du unseren Zuhörern, 70% sind Männer, 30% sind Frauen, sagt YouTube, was möchtest du unseren Zuhörern mitgeben, die auch so am Rande des Abgrunds Richtung Verwirrung torkeln? Also. Erstmal ist es sozusagen, Yippie, endlich bist du an dem Punkt, wo sich ganz viel verändern kann. Also es einfach mal wirklich zu begrüßen und sich gleichzeitig bewusst zu machen, nichts im Leben ist wirklich festgeschrieben. Also das Leben ist Veränderung. Das heißt, jede Situation ist veränderbar. Und ein Satz, der mich gerade begleitet, was mir immer wieder sehr viel Bedeutung und auch oder auch Halt gibt, ist, das, was wirklich zu mir gehört, wird immer bei mir bleiben. Das ist ein sehr schöner Das Satz. ist, ja, das ist etwas, was mich jeden Tag wieder so schmunzeln lässt. Absolut. Ich kann das voll nachvollziehen. Also ja.
Ich stand ja auch vor einer Lebenskrise, was der Business alles aufgebaut, ja, alles im Flow, alles ging bergauf, bergauf, bergab. Und auf einmal kam die große Sinnkrise, ja, Beziehung weg, Business lief nicht mehr so und es reißt mir den Boden unter den Füßen weg, obwohl ich gar nicht so materiellen Dingen hing. Ich hing eher so an der Arbeit, an dem Tun als an dem Haben, muss ich auch dazu sagen. Ja. Also es war nicht so das Einkommen oder die materiellen Dinge, aber einfach das Tun. Und das war dann weg und auf einmal hat sich's in diesem freien Fall oder anders ausgedrückt, als ich den freien Fall, wenn man fällt, fällt man, aber nicht versucht habe, mich sinnlos dagegen zu wehren. Ich falle ja sowieso, es wäre nichts zum Festhalten mehr. Ja? Aber als ich endlich mich hingegeben habe, den freien Fall, also du weißt, was ich meine, ja? Ich Ja. falle sowieso, aber mich hingegeben habe im Sinne von, ich würde jetzt sagen Resignation, aber ich sage, okay, jetzt falle ich einfach. Was soll schlimmstenfalls passieren? Ja? Und dann hat sich auf einmal für mich damals alles verändert. Alles verändert. Es kam Ruhe, so eine innere Ruhe kam rein. Auch so ein Thema, hey, hab einfach Vertrauen. Es gibt immer einen Weg, eine Lösung oder wie man das bezeichnen möchte. Es tut sich, wenn die eine Tür zugeht, die nächste auf. Einfach in diesem Vertrauen zu sein. Natürlich immer wieder mit Rückschlägen, weil dann kommt natürlich wieder Kopf, ja klar. Also Ja. dann kommt wieder der störende Mindfuck oben. Aber es ging immer besser und irgendwann, als ich es kapiert habe, hat sich's gelöst. Das heißt jetzt nicht, dass nicht immer wieder Challenges auftauchen, aber für mich heißt ganz einfach, ich gehe es entspannt an, weil ich weiß, wie du sagst, das, was zu mir gehört oder was meins ist, ist meins. Das kann man nicht wegnehmen. Man kann mir die materiellen Dinge wegnehmen, ja. Aber das, was mich ausmacht, das bleibt bei mir und das hüte ich. Und Ja, und seitdem geht es mir vielleicht gut. löst sich auch nur das ab, was nicht mehr zu dir gehören soll und dich begrenzt dadurch. Genau. Und das sind meistens Dinge, die wehtun, wenn sie weggespült werden oder wenn sie wegbrechen. Absolut. Ja. Und Weil da wir uns darf man dann auch nett mit sich darüber sein. definiert haben. Bitte? Weil wir uns darüber definiert haben, über die Dinge, die eigentlich nicht zu uns gehören. Ja, genau so wie ich es am Anfang gesagt habe. Ich habe mich dadurch definiert, dass ich gegen die GEZ kämpfe. Ja. Und es ist so eine kleine Sache, aber ich bin der GEZ so sehr dankbar, denn sie hat mich so sehr auf den Weg gebracht, auch für einen tiefen Prozess, wo ich einfach, ja, es ist einfach an dem Punkt im Leben habe ich dann einen Tritt in den Hintern bekommen, da genauer hinzuschauen. Absolut. Ja. Wow. Lieber Florian, vielen, vielen Dank für dein Teilen, für deine Offenheit. Ich denke, das war für viele Zuhörer, die in einer ähnlichen Ausgangssituation sind, und das sind ja zurzeit ja viele, viele Leute sind verunsichert. Ich finde das eine totale Inspiration, ganz einfach. Es zu lernen, den freien Fall zu genießen und einfach zu vertrauen und loszulassen. Absolut. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich danke für das Gespräch, lieber Roland. Ich danke dir. Und liebe Zuschauer, noch einen schönen Tag. Alles Liebe, danke dir. Hat mich sehr berührt. Danke. Ciao. Ich weiß nicht, liebe Zuschauer, wie es dir geht, aber für mich war es total inspirierend, diese Ehrlichkeit und diese Offenheit von Florian. Ja, viele Menschen sind verwirrt. Auch ich immer wieder. Aber wie es der Florian auch gesagt hat und ich, wenn man im freien Fall ist und dann einfach sich nicht mehr sträubt gegen den freien Fall, sondern sich einfach dann hingibt, dann löst sich vieles auf. Danke fürs Reinschauen. Danke fürs Kanal abonnieren. Danke fürs Teilen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Dein Roland von Wild at Heart, der Männerkanal. Danke dir. Ciao.